Hallo und willkommen zurück zu Live in the Woods. Ich habe mir gerade mal ein bisschen das Inventar angeschaut, ein bisschen aufgeräumt mit dem Backpack. Und mir ist aufgefallen, ich habe ja eigentlich genug Leder, ich könnte ja mal ein weiteres Backpack bauen. Und da ich ja nicht jetzt einfach nur ein langweiliges, normales Backpack bauen will, ich habe hier eine Blume, die eine Farbe gibt. Das heißt, ich könnte jetzt ein rosenrotes Backpack bauen, glaube ich. Das wiederum heißt, wir können die unterscheiden. Ich weiß nur nicht mehr, wie man sie benennt. Man könnte sie auch irgendwie benennen. Och, sieht das aus. Ich das jetzt auf dem Rücken? Nein. Und dort werde ich reinpacken. Ich müsste sie eigentlich sortieren. Ich werde erstmal nur so reinpacken. Das kann ich dann zu Hause mal sortieren, wenn wir zu Hause angekommen sind. Ich könnte noch ein Backpack bauen. Das rein. Sortiert wird zu Hause, wie gesagt. Nahrungsmittel. Versorgung kommt nicht da rein. Das werde ich backen. Das andere Leder werde ich backen. Ja, das Leder werde ich noch backen. Und das Eisenerz. Ist zu viel für zwei Kohle, aber naja. Das heißt, ich sollte auch noch Kohle holen. Was haben wir hier noch, was sich irgendwie sinnvoll einpacken, aufstapeln lässt? Der Dreck muss nicht da einzeln liegen drin. So. Na, was finde ich unterwegs noch? Ich werde. Geht das? Nein. Oh, mein Spiel hätte jetzt auch abstürzen können, das wäre gefährlich gewesen. Also ich muss erstmal einen Ofen schnell bauen. Fällt mir gerade auf. Kann man mit diesem Zeug einen Ofen bauen? Testen. Wenn, dann müsste es ja kombinierbar sein. Nein, schade. Da kombinierbar ist es, das weiß ich. Hier sieht man es. Kombinierbar wäre es. Das wäre jetzt aber nicht so sinnvoll, wenn ich das so machen würde. Ich würde das, wenn dann, aus einem Material machen, damit der Stapel kleiner wird. So, und in dem Ofen hauen wir jetzt erstmal die zwei Kohle und sechs Eisen rein. Den Dreck mache ich dahin. Leuchtet das noch? Ja, ich glaube, es gibt noch Licht ab. Ansonsten macht der Ofen das. Das wollen wir noch reinschmeißen, das wollen wir noch reinschmeißen. Cobblestones kommen hier hin. Backpacks dorthin. Ich kann ja auch die erstmal zum Blöcke setzen benutzen. So. Welches hat man jetzt, das Eisen drin hier, so, ne? Ja, müsste sein. Und das Leder war am anderen. Ich werde mal das Leder aus dem anderen rausholen. Und dort mit reinpacken. Ne, wenn man die Backpacks ineinander stapeln könnte, dann wäre es ja ein bisschen zu extrem. Ganz einfach, weil. Weil man dann unendlich stapeln könnte und nie Inventarplatzprobleme hätte. Und das will ja keiner, dass man unendlich stapeln kann. Ich muss mir eine neue Kohle besorgen. Idee. Eigentlich brauchen wir nur eins erstmal. Und zwar, nachdem das durch ist, werden wir daraus aus dem Dschungelwood Holzkohle machen kurz. Und dann hätten wir sozusagen für den Rest, den wir noch backen wollen, Kohle. Ich höre da wahrscheinlich das, vermutlich das Schaf über mir herumtrampeln. Rein, raus. Backpack, rein. So. Und rein, raus. Und da rein. So, wollen wir noch restliche in ein bisschen Kohle verwandeln? Wäre vielleicht nicht doof. So. Naja, doch, mach ich mal. Schauen, ob ich alles schaffe. Müsste ich aber eigentlich theoretisch. Wenn ich mich nicht verzählt oder verrechnet habe. Passiert öfter. Kennt er ja selber. So. Kohle.
Mach ich gleich weiter, ich muss erstmal wieder in den Ofen. Ich möchte auch nicht verschwenden. Ah, doch, geht noch. Ist wieder Hunger? Geht noch. Mach gleich weiter, wie gesagt, Ofen. So, und das da. Bräuchte ich zwar jetzt nicht mehr machen, aber ich brauche gerade mehr Kohle. Und Bäume kann ich oben noch fällen, bevor ich in die Höhle gehe. Da diese Höhle ja die ergiebigste von allen war, die hat ja bis unter den Erdmittelpunkt geführt und nach der anderen Seite wieder aus, wie man hier sieht. Ja, und dann nehmen wir wieder alles mit. Und begeben uns wieder auf die Reise. Auf der Suche nach einer Höhle. Ich habe gehört, es soll ja auch noch andere unterschiedliche Materialien geben. Ich habe ja gemeint, wir bräuchten... Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Z-Item, Wand... Gibt's nicht so... wie hießen das dann? Stuff? Hier. Ancient Stuff wird aus... Depleted Ancient Stuff und Nether Star gemacht. Ach nee. Ancient Stuff wird aus Ancient Stuff Topper, Ancient Stuff Bowl und Ancient Stuff Handle gemacht. Und wenn der dann verbraucht ist, braucht man einen Nether Star, um den wieder zum normalen Ancient Stuff zu machen. Scheinbar wird der verbraucht irgendwann. Also, Ancient Stuff wird aus Tanzanit, Saphir, ein paar Endstones gemacht. Also Ancient Stuff Handle. Das heißt, man muss auf jeden Fall ins Ende und man muss die Atze holen. Malchite, Peridot und Endstone geben den Ancient Stuff Pole. Und den Deckel kriegt man aus einem Topaz, einem Ruby, Endstone und einem Netherstar. Das heißt, für Endstone muss man auf jeden Fall ins Ende. Und für den Netherstar muss man einen Wizard besiegen. Das heißt, man muss in der Netherwelt ein bisschen rumrennen, ein bisschen was sammeln, Skelettschädel. Oh, wird das spaßig. Also, ich will dann erstmal wissen, was da ist. Und das ist mein erstes großes Ziel. Zweites großes Ziel ist dann irgendwas in Richtung rausfinden, was es da für besondere Gegner und Sachen noch gibt, die dort zu kriegen sind. Das erste große Ziel wird schon, naja, das wird schon ein ziemlich großer Arbeitsaufwand werden, denke ich. Ich werde die Kohle erstmal hier reinpacken. Ach Mensch, geht ja so nicht, stimmt ja. Das umpacken, rein, da rein, das nehme ich mit. Kohle kommt hier hin. Ja, den Rest nehme ich erstmal so mit. Ja, geht nicht so, weiß ich. Und das dahin. Blöcke auf die Leiste. Ist immer wichtig. Und wird schon wieder Nacht. Die Schneewelt. Könnte sein, dass bald wieder Nacht wird. Die schere ich jetzt mal kurz nicht. Oh, Pfirsiche. Muss ich dafür eine leere Hand haben? Ich hoffe nicht. Keine. Besser wäre natürlich eine leere Hand, wie man gerade gesehen hat. Keine leeren, keine reifen Früchte. So. Nicht mit links anklicken, habe ich gehört. Ich speichere mal kurz, indem ich Escape drücke. Falls die Aufnahme jetzt abbricht, sage ich schon mal vorher Tschüss, aber ich hoffe eigentlich nicht. Dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie zusammengeschnitten kriege, weil ich das noch nie geschafft habe. Weil ich kein ordentliches Schnittprogramm habe. Gut, kurz speichern. So wird er, glaube ich, gespeichert. Und Linksklick. Eine Perle. Sehr schön. So, ein Boot bauen wollte ich schnell. Was ist das jetzt? Piece of Sponge. Dem kann man, glaube ich, auch irgendwas machen. Kurz auftauchen. Hallo Schaf. Wie geht's dir so? Ich sollte vielleicht doch nicht immer alles wegpacken. Also zumindest die Workbench brauche ich ja öfter, wie es aussieht. Workbench hier hin. Holz habe ich auch gerade nicht mehr dabei. 10 Holz raus. Dafür könnte man erstmal den Sponge reinpacken. SpongeBob. Machen wir uns 2 Boote. Und hoffen aufs Beste. Jetzt. Ich dachte gerade, das geht nicht zu setzen, das Boot. So, weg mit der Workbench, rin ins Boot. Wir wollten grob in die Richtung.
z kleiner, x größer werdend. X auch kleiner werdend, meine ich. Also mal reißen wir jetzt die Diagonale, machen wieder nicht schon wieder Eis. Eis ist das Schlechteste, was du haben kannst. Gut. Jetzt wird das schon wieder Nacht. Da habe ich die ganze Nacht dort verbracht und gebacken und gecraftet. Dann werde ich mich kurz hier hinhauen. Dann brauche ich die Shader, glaube ich, auch nicht ausstellen. So, Bett dahin. Hatte ich nicht noch ein Bett? Nee, habe ich nicht mehr. Oh Mann. Und ich habe auch kein Holz mehr. Oh Mann, bin ich cool. Baum herkommen. Sorry, dass ihr nichts seht. Ich will nur kurz zwei Holz hacken, damit ich ein Bett bauen kann. So. 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 Bett bauen. Dazu fehlt noch Wolle. Die habe ich hier drin. Drei Wolle. Bett bauen. Erstmal übernachten. Damit nicht die Monster um uns rum spawnen. Wichtig. Ah, so. Abbauen, Bett stehen lassen. Oder Bett mitnehmen? Bett mitnehmen. Spawn mal wieder am Spawn zurück, aber zumindest können wir das Bett wiederverwerten. Langsam müllt sich wieder mein Inventar zu, dadurch, dass ich den ganzen Kram hier dabei habe. Das Boot habe ich noch, ja. Erstmal wieder Blöcke auf die Leiste kriegen. Da sehe ich einen Bärenbusch. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob man jetzt den Bärenbusch anpflanzt. Nee, das ist doch Winterberry. Schrupp. Schrupp ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Schweine! Schweine kann ich ja mit der Axt hier hauen. Dann verbrauche ich die erstmal. Ne? Fleisch? Rumglitschendes Fleisch auf dem Eis. Die Musik passend, niedergeschlagen und gelangweilt, depressiv. Aber wir sind happy auf der Reise, auch im Schnee. Wozu habe ich jetzt eigentlich die Boote gebaut, wenn jetzt hier kein Wasser mehr kommt, außer das bisschen hier? Im Boot würde ich weniger Hunger verbrauchen, also weniger Nahrung. So, das wären Bären, ja. Sammle ich wieder mal ein paar Bären. Habe ich noch ein bisschen Inventarplatz für Bären? Ja. Was ist das? Schneeblume. I see eyes. Das ist Schrupp hier. Das kann raus. Ein Schneebälle, kann auch raus. Hoffe ich. Die Musik ist so laut. So, wahrscheinlich hat man mich gar nicht mehr verstanden oder so. Also ich habe mein Wort kaum noch verstanden. Die war voll, das war fast leer. Mal kurz ein bisschen reinwerfen. Perle, Einboot, Dreck, Blume. Die Steine, die Steine. Essen behalte ich noch. Schere behalte ich noch. Das Bett kann da erstmal rein. Angst. Die Tiere machen Geräusche und ich krieg Angst. Das müsste gebacken werden, das kommt erstmal hier hin. Das wird gesaftet. Aber ich stapel erstmal weiter auf, damit ich nicht jedes Mal mich hinstellen muss und saften muss. Bären, genau. Bären, genau. Bären, sehr schön. Ernähren wir uns halt ein bisschen von Bärensaft. Ist auch nicht schlecht, finde ich. Hier war noch irgendwo Bären da. Eine Kirsche? Nee, eine Beere? Nee, die wollte ich nicht. Die wollte ich, genau. Und das Vogelbären, die müssen wir bestimmt den Vögeln zu futtern geben. Und selbst würde man sich vergiften dran. Wir sind hier Wetland-Biom. Wetland, Wetland. Mhm. Da hinten, das ist glaube ich Baumwolle. Und du bist jetzt nicht hier. Das ist nicht dein Ernst.
Poison, das Schrupp hier. Noch mehr davon. Kann ja auch irgendwas nicht poisonous sein? Sag mal. Das war die Farbe, die ich benutzt habe. Das ist bestimmt wieder irgendein Pilz. Oh Gott, ich mache meine Inventar schon wieder dazu. Ich lasse es sein. Was ist das? Schrupp. So, das hauen wir weg. Das hauen wir weg. Es ist poisonous, das kann ich noch gebrauchen. Weg. Weg. Bären, 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 Bären. Kann man alles zu Saft verarbeiten. Ich möchte das mal weiter aufstapeln. Und die Bären packe ich in das Backpack, weil ich nicht weiß, ob die extra sind, weil die immer nur eine droppen pro Stück. So, das Fleisch packe ich auch mal rein. Das muss erst gebacken werden. Ich habe einen Fluss. Kann man dem sinnvoll folgen, ohne dass eben das Boot kaputt geht unterwegs? Ich hoffe. Probieren wir mal. Es ist auch schön, dass hier die Lilienblätter, an denen man sich auch wieder totfahren kann, dass die... Stopp, 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 stopp. Ich habe gebremst. Bootmechanik vor the win. Ist aber schön, dass die Lilienblätter hier so eine Wurzel haben, würde ich sagen. Solche Äste. Soll ich mit Ästen? Boot. Und Backpack fliegt raus. Natürlich an die tiefste Stelle des Sees. Hallo? Jetzt. Wenn ich so mache, bleibt das hier oben. Cool. Hat geklappt. So, vorsichtig fahren. Gut, die GMX sind auch schon kaputt. Ich wusste nicht. Wieso kann man nicht bremsen mit dem Boot? Was ist denn das für ein Mist? Das ist so eine Krabbe. Die macht die Geräusche von einer Schere. Aus dem Boot. Bleibt's hoffentlich hier stehen. Das ist lustig. Süße Krabbe. Ich will das Schwert an und du machst so ein Geräusch. Sorry. Mann, die haut ab. Ich dachte, die haut zurück. Hat sie was gedroppt? Was hat denn jetzt gedroppt? Einmal rohe Krabbe. Aha. Interessant. Das ist ja so ein Giftpilz, oder? Ne, der grüne war giftig. Da sind Bären. Die nehme ich mit. Da ist noch eine Krabbe. Droppen die auch noch was anderes? Also ich habe schon mal gesehen irgendwo in irgendeinem Rezept, dass da Krabbenscheren oder so benutzt werden können. Das war wieder nur Krabbenfleisch. Na gut. Ich reise grob immer noch, wie gesagt, in die Richtung hier. Aber will detailliert gesehen auch noch irgendwann meine Höhle finden. Ach so, das lenkt in die Richtung, wo ich gucke. Ah, ich war die neue Bootmechanik gewöhnt, wo man so zur Seite guckt und trotzdem geradeaus fährt. Ich will nicht gegen euch fahren. Ich fahre gerade in eine andere Richtung. Ich müsste eigentlich dort lang. Ja, hier so lang müsste ich. Gut, theoretisch dürfte das Land lädt nicht ein, nicht, dass ich gleich irgendwo gegenfahre. Gut. Warum sind wir Pferde, jede Menge? Sehr schön. Werde ich da vorne gleich mal aussteigen und ein paar Pferde schlachten, oder? Ich meine, Pferde gibt es ja überall. Ich brauche jetzt keinen Kopf mehr drum machen. Hältst du an? Komm her. Gut. Von unten ist immer besser. Fängt man es fast oft meistens, das Boot. Das sind noch Bären, oder? Sind's nicht. Mist. Raus. Lilypad raus. Axt drin. Jetzt wird Pferde und Bären gesucht. Wenn ich mal hier bin. Was ist das für ein Biom? Chaparral. Keine Ahnung, was das heißt. Baumwolle. Oh, die schreien immer so, die Pferde. Schrecklich. Mag man immer nicht weiterhauen. Aber die rennen hier noch nicht weg aus irgendeinem Grund. Leder habe ich wohl gefangen. Die ab und zu sucht Pferdefleischtruppen. Ganz rares, teures. Leder? Leder? Ich sehe kein Leder. Gut.
Hier war noch irgendwo ein Pferd. Ich sollte wieder was essen finden. Ich habe noch meinen Super-Duper-Burger, den könnte ich auch mal bei ganz wenig Nahrung essen und gucken, ob ich dann voll bin. Aber das hieß ja Feast, und Feast ist ja so viel wie, naja, viel zu viel sozusagen für einen normalen Menschen. Und könnte ja sein, dass es immer voll halt, egal wie wenig Hunger, wie wenig Hungerbalken man übrig hat, sag ich mal. Bären? Nein, aber Bären. Und gleich nochmal ausräumen, was da nicht Bären waren. Und keine Bären. Sind aber Bären, oder? Was sind das? Kobalt-Azalee. Hanging Plant. Hanging Plant ist ein gutes Mittel, um Häuschen zu verschönern. Hanging Plant, keine Hanging Plant. So, bleibst da liegen, genau. Was seid ihr? Flower Craftable Die. Okay, erstmal liegen bleiben. Und wieder so eine Beere, okay. Beere, wird schon wieder dunkel. Gott, die Tage sind doch viel zu kurz hier. Naja. Ich müsste eh langsam die Folge beenden. Und ich sehe schon wieder dieses Ödland da. Das sind noch Bären, glaube ich. Ja. Baumwolle. Bären. Halb im Ödland. Und dann Höhle? Ich sehe da einen Creeper durch die Wand. Potenzial hat's schon mal. Sehr gut, Höhle. Gut, wissen wir, was wir in der nächsten Folge machen. Ich mache jetzt erstmal hier zu, mit dem, was auch hier hingehört. An Zeug. Und hatten wir nicht noch andere Kobestons-Zeugs? Die würde ich eigentlich nicht benutzen. Nämlich das und das. Noch zum Zumachen, ja. Jetzt fliegt mir da meine Tasche weg, ich weiß. So, so. So, so. So, so. Nein. Mist. Kommen immer noch Baby-Zombies durch. Zwei Steine. So. Und Spinnen werden da auch noch durchgekommen. Gut, ich werde die Aufnahme jetzt beenden und beim nächsten Mal werden wir uns dann vermutlich hier hineinbegeben. Bis dahin, tschüss!